Aloha, ich grüße euch. Ich habe ein paar Neuigkeiten aus unserem Lieblingsladen, nämlich aus dem Action. Und was ich bekommen habe, neu, 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 zeige ich euch nach dem Intro. Bleibt dran, jetzt ist die beste Zeit, den Kanal zu abonnieren, um mich kostenlos zu unterstützen. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, letzte Zeit war Action so ein bisschen rar. Meistens habe ich nur die Wochenangebote gefilmt, aber auch nur einmal die Woche im Action. Für mich ja total unüblich. Aber laberababa, ich zeige euch jetzt ein paar Neuheiten, die ich entdeckt habe. Ich habe auch noch einen kleinen Rundgang für euch mit Sachen, die ich nicht gekauft habe. Oh, ich glaube, das machen wir zuerst, ne? Das zeige ich euch jetzt. Ja, da sind wir im Action. Es gibt die Buntstifte wieder in diesen Schubern. Leider hatten die nur diese Sorte. Es gibt zwei verschiedene, noch mit diesen ja, rötlicheren, rosanen und gelben Tönen. Finde ich mega, habe ich auch. Richtig gut zum Aufbewahren. Ja, die habe ich schon gepostet in meiner Facebook-Gruppe. Das sind diese Röhrchen mit Glasperlen. Habe ich nicht mitgenommen, weil ich habe genug Perlen und die gefallen mir auch nicht so gut. Ne? Aber ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch da Verwendung für. Dann gibt es neue von diesen Mini-Teilen. Da war leider nur eine Sorte, aber es gibt auf jeden Fall noch irgendwie Kaffee Americano und ich glaube noch ein anderes. Guckt mal auf der Homepage. Ja, und dann gibt es den Glitterkleber wieder. Den zeige ich euch hier. Also es gibt Blau und Grün und Orange und Rosa. Ich werde diesmal nicht drauf reinfallen, weil es glitzert. Ich habe die das letzte Mal mitgenommen. Ich glaube vor ungefähr einem Jahr oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde den ganz großen Mist, muss ich mal so sagen, weil ich nicht weiß, was ich damit machen möchte. Und ich möchte ihn auch nicht über Karten oder so, da den Glitzer. Dafür habe ich anderen Glitzer und ich finde, es sieht für mich persönlich einfach billig aus. Und nee, also möchte ich nicht. Aber zur Information. Jetzt geht's weiter. Ja, das war mein Rundgang und jetzt kommen die Sachen, die ich gekauft habe. So, ich gucke ja immer in der Geschenkeabteilung, ob ich nicht was finde, was ich schön stanzen kann. Und jetzt bin ich fündig geworden, schon lange nicht mehr. Ich habe ja, ach keine Ahnung, bestimmt 20 oder 30 von diesen Glitzertüten damals gekauft, Glitzergeschenktüten. Ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, 80 Cent oder so. Und mega, die lassen sich so toll ausstanzen. Habe ich schon mehrmals gezeigt. Und das hier gefiel mir jetzt auch richtig gut. Das ist so ein bisschen transparent, wie so Vellum. Dann mit dem Gold kann ich mir schön zum Ausstanzen vorstellen, aber auch als Kartenaufleger. Ich meine 68 Cent, ja. Größe, ich mache Lucky Lucky, 25 mal 21 und die Tiefe ist 8,5, bisschen über 8,5. Ja, das war das. Habe ich auch nur einmal mitgenommen. Erstmal testen. Na, und wenn sich das gut anfühlt und wenn das mir auch gefällt, ausgestanzt, dann werde ich mir noch mehr davon holen. Aber wahrscheinlich nicht so viele wie mit diesen Glitzertüten. Die waren richtig klasse. Ja, dann gibt es neue Rhinestones. Ganz, ganz viele. Ich habe drei Stück mitgenommen. Ich habe es ja nicht ganz so viel mit den Steinen und außerdem habe ich auch eigentlich genug. Ich war auch noch beim QVC Outlet, aber dazu später. Ja, ich meine 72 Cent. Mir haben diese hier gut gefallen, diese Herzchen. Und ja, kann man mal nutzen. Ich meine 72 Cent. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene andere große Steine und also alles Mögliche. Das ist wirklich nur eine Auswahl. Die gefielen mir auch richtig gut. Deswegen durften die auch mit. Und diese hier, ja, so ähnliche gab es ja schon mal. Vielleicht sind die auch gleich, ich weiß es nicht. Aber auch noch viele andere in Weiß, in Gold. Also wirklich richtig viele. Müsst ihr mal schauen, was euch gefällt. Die drei haben mir gefallen, deswegen durften die drei Päckchen mit. So, und dann, Palim, Palim, es gibt neue 15x15 Blöcke. So, einmal Night Sky Marble
und Soft Textures. Also vom ersten Ansehen her, also wo ich nur die Bilder gesehen habe, wusste ich schon, das ist mein Liebling, dann kommt der und dann kommt der. Und hier habe ich noch gar nicht reingeguckt, weil den habe ich eben erst gekauft. Ich weiß auch nicht, ob es mehr gibt. Ich glaube, es gibt 3. Ich weiß es nicht. Berichtigt mich, wenn es was anderes ist. Also ich habe 3 gesehen. Und ich glaube, auf der Homepage sind auch 3. Ich weiß es aber gerade nicht. Also deswegen, ich kann hiervon noch gar nichts sagen. Aber wenn ich das sehe, sieht es schon cool aus. Auch wenn man damit Schriften ausstanzt. Ich lese jetzt erstmal vor. Moment, erstmal ist Emmy. Übrigens, ganz kurzes Update zu Emmy. Alle mal, die nur den Haul sehen wollen, Ohren zu oder geht euch einen Kaffee kaufen. Ich war ja 4 Tage weg. Es war mega. Es war richtig toll. Und dem Hund geht es besser. Ich sollte vielleicht öfters mal wegfahren. Meine Tochter hat die ein bisschen trainiert. Ich habe die, glaube ich, zu sehr verwöhnt. Ich meine, es ist ein schwacher, kranker Hund. Ne? Aber es ist lebenswert. Und es hat sich ein bisschen gebessert. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Wünsche und mit Kraft schenken und. Vielen, vielen lieben Dank. Ne? Auch von Emma. Und ja, mal gucken. In 2 Wochen müssen wir nochmal zum Tierarzt. Und ich hoffe, dass sich bis dahin das Gesundheitliche so hält. So, Emmy, was ist los? So, weiter geht's mit den Blöcken. Also, es steht drauf. Fotodesignpapier. Steht das überall drauf? Fotodesignpapier. Also 15x15 von AVEC. 24 Blätter, 3x8 Designs, 220er Grammatur. Das ist richtig cool, weil wir fangen jetzt mal mit dem hier an, der mir am wenigsten gefällt. Ich meine, ich werde den verarbeiten, aber ich habe davon auch nur einen gekauft, weil ich nicht so weiß. Ich will es mal testen. Ne? Man soll ja nicht immer direkt so sagen, ach nee, nicht meins. Deswegen einen. Ich meine, die kosten Euro 15. Aber das ist schon schön. Ne? Man kann ja auch so ein bisschen, wenn ich es nur hier ausstanze, dann habe ich ein schönes Muster am Schriftzug. Auch klasse. Aber ich denke, viele Leute von euch mögen das. Und ja, und vor allem 220er Grammatur. Das ist richtig klasse. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte so gedacht, ja, vielleicht 150, 160. Aber ja, cool. Guck mal. Toll, oder? Das ist doch schön. Aber wie gesagt, für mehr reicht der eine. Und klasse, hier haben wir für die grüne Fraktion. So. Das hier. Das ist toll. Richtig cool. Ja, das war der Night Sky. Ich halte euch das mal hier hin. Könnt ihr anhalten, ein bisschen größer machen. Dann habt ihr die Nummer. So, jetzt kneift mein Ring hier irgendwie. So, kommen wir zu dem Marvel. Und ja, mega schön. Auch wenn man das ausstanzt. Hier ist es foliert. Ne? Also 2 sind foliert und 2 sind unfoliert. Aber man könnte ja selbst, wir haben ja wahrscheinlich alle diese Foil Flakes. Kann man sich ja selber noch drauf machen. Ne? Dann hier wieder 2-mal foliert und unfoliert. Guck mal, tolles Muster. Und hier mit Folie. Und da einfach nur der Druck. Tolle Farbe, richtig klasse. Den habe ich mir auch 2-mal mitgenommen, weil ich den richtig klasse finde. Sehr, sehr schön. 15x15 von AVEC. Und ich halte das jetzt auch nochmal rein. Ich weiß, ich habe die Nummern nicht verglichen, kann sein, sie sind gleich. Aber hier habt ihr dann auch nochmal, wie das alles aussieht. Was drin ist. Und hier haben wir nur 6. Moment, ich muss jetzt gerade mal gucken. 4x6 Designs. Und hier sind 3x8 Designs. Okay, das, aber 24 Blätter bleibt. Und hier ist das ein bisschen unterschiedlich. Und dann haben wir den Soft Textures. Und da sind auch 3x8 Designs. Ich halte euch jetzt erstmal das hin.
Und der ist so, so schön. Guck mal. Ich finde es richtig toll. Dann haben wir das hier, ist auch toll. Für eine Winterkarte. Dann das hier auch ganz toll. Mega. Richtig klasse. Und das hier ist auch toll. Sehr, sehr schön. Kann ich mir sehr gut auch als Kartenhintergrund vorstellen. Und das ist auch toll. Dann haben wir die Spitze. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und als letztes, also ich denke, das ist so Stoff, der irgendwie gelegt ist. Es wird keine Blume sein mit dieser Textur. Ich denke, das ist Stoff, der so gelegt ist. Ja, und das war es auch schon mit den Blöcken. 3 Stück an der Zahl. Sehr schön. Klasse. Von Avec. Hatten wir überhaupt schon mal Blöcke von Avec? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. So, und jetzt kommt natürlich mein Highlight. Mein Highlight. Weil ich sammle es ja. Embossed Sticker. Von DekoTime. Ich glaube, 8 neue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das ein oder andere schon habe. Ich weiß es nicht. Oder nur auf der Homepage gesehen. Auf jeden Fall, nee, ich weiß es nicht. Ist ja egal. Wir schauen uns die an. Ich finde die richtig klasse. Das ist eine Sammelleidenschaft von mir. Ich sammle die. Ich nutze sie auch ab und an. Ja, man muss ein bisschen Kleber noch hinten drauf, weil die nicht so gut kleben. Aber sie sind wunderschön. Vor allem, was kosten die? Ich weiß gar nicht, 89, 99 Cent. Irgendwie um den Dreh. Und richtig toll. So, ich mache mir ja immer das hier raus. So, das mache ich mir raus. Und das verarbeite ich auch mit. Das verarbeite ich mit. Und wenn hier irgendwie, das verarbeite ich auch noch mit. Überall, wo es geht. Da wird nichts weggeschmissen. Das ist so eine Macke von mir. Aber nicht bei allem, also bei vielem. Aber vor allem hier, weil das nochmal, ach, so schöne Sachen sind zum Ausstanzen. So. Ich lege das hier hin. Fällt bestimmt alles rund. Nein, 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 nein. So, und dann schauen wir mal, was da alles so drauf ist. So, die riechen wieder. Oh, die haben jetzt lange nicht gerochen, so wie ich jetzt. Die muss ich erstmal ausdünsten lassen. Und das sind die Motive. Ich finde es richtig toll. Sehr, sehr schön. Und dann, es gibt ja mal 2 Blätter drin. Und, ne, Hi Cutie. Es ist total niedlich. Mega, richtig cool. Ja, da kann ich nicht nein sagen. Das ist auch wirklich eine Sammelleidenschaft. Und schöne Bögen davon kaufe ich auch immer zweimal. Einmal zum Streicheln und einmal zum Verbasteln. Und ich habe da schon zwei Ordner voll. Ja, Embossed-Sticker, 2 Ordner. So, dann haben wir hier das hier mit dem netten Bären. Na, und da kann man hier auch schön den Bären nochmal ausschneiden und hier auch schöne Ausstanzungen machen. Jetzt gucken wir mal gerade mal, was die Emmy möchte. So, und guck mal, das ist so ein Herbstblock. Übrigens war ich im Teddy. Ich musste beim Arzt so lange warten und gegenüber war der Teddy. Und da bin ich schon mal kurz in den Teddy reingesprungen. Ich habe nichts gekauft, nur geguckt. Da sind Tatsache schon, ist die Herbstdeko da, ne? Oberhammer. Also, na dann. Guckt, das ist doch so niedlich, das Eichhörnchen hier. Die Kürbisse mit Gesicht und toll. Ich finde es total niedlich. Aber auch das ist Geschmackssache. Schauen wir mal. Toll. Schön für eine Herbstkarte oder eine Halloweenkarte. Oder Erntedank mit den Kürbissen. Und hier kommt noch was Tolles mit den Kürbissen. Ich meine, hatte ich das nicht schon? Ich weiß es nicht. Die sehen sich dann teils alle so ähnlich. Ich müsste gucken, ich weiß es nicht.
So. So sieht's aus. Ich weiß es echt nicht. Aber ich meine, das wäre die komplett neue Serie. Auf jeden Fall sind da etliche neue bei. Ich suche jetzt nicht. Es ist ja auch egal. Oder ich habe sie nur auf der Homepage gesehen. Da kann man ja, kommt man ja langsam nicht mehr mit, was Action alles raushaut. Es ist viel. Ne? Aber wir freuen uns ja alle. Ne? Unsere Sammelleidenschaft. Wir haben ja zwei Hobbys. Basteln und ja, sammeln. Ne? Ich auf jeden Fall. Und ich stehe auch dazu. Ich weiß nicht, warum das immer verpönt wird. Ich finde es schön. Ne? Ich mag das. Schreibwaren. Sticker, Blöcke, ach ihr wisst, Kleber, alles Mögliche. Ja, zu gucken, zu streicheln, mitzuarbeiten und natürlich gehört da auch Einkaufen zu. Ja, und jeder Jack ist anders, ne? Und jeden sollte man lassen, wie er ist. Guck, niedlich, oder? Ich finde es so niedlich. Richtig schön. Sehr, sehr cool. Das war Set Nummer 3. Dann kommen wir zu Set Nummer 4. Das sieht so aus mit der Violine. Achtung, etwas laut hier. Ich mache euch das auf. So sieht es aus. Auch sehr, sehr schön. Guck mal, den Schmetterling. Der ist alles schön. Hier auch. Toll. Ganz, ganz tolle Sticker. Und hier geht es weiter mit den tollen Stickern. Hier der Paravent. Toll. Sehr, sehr schön. Set Nummer 4 war das. Jetzt kommt Set Nummer 5. Auch ein sehr schön. Also die sind irgendwie alle schön. Die sind wirklich alle schön. Ich mach's mal hier. Ups. Raus erst, dann kann man es besser sehen, wie in der Folie, finde ich immer. So sieht es aus. Das ist so ein Grau mit ganz leichten, was ist da drauf? Karos? Ich weiß es nicht, aber ganz, ganz leicht. Sehr, sehr schön. Probiert es mal, ne? Wenn ihr kleine Kreisstanzen habt oder kleine Fähnchenstanzer. Stanzt das mal aus. Das ist toll. Tolle Sachen kommen da raus. Ja, und wie gesagt, das hier sowieso. So, dann haben wir hier so ein bisschen, soll ich Harry Potter sagen, ein bisschen zaubertechnisch, Magic, ja, seht ihr, da habe ich gar nicht gelesen. Na, mit der Eule. Toll, ganz tolle Sachen. Ja, die Sanduhr. Und die Schlüssel mit den Flügeln. Das ist toll. Und dann drehen wir es einmal um. Auch nochmal die Eule. Ja, auch der Planer. Das Haus. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe Harry Potter noch nie komplett geguckt und auch keine Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob das Haus irgendwem da ähnlich sieht. Aber es sind tolle Sticker. Mega. Toll. Sehr, sehr schön. Ha. Ja, und jetzt kommt mit eins von meinen Lieblingssets von den neuen. Ach, es ist so schön. Davon habe ich mir auch zwei gekauft. Da haben wir hier diesen, wie ist das? Ein Zuckerwattestand. Zuckerwattestand, total süß. Hier sind so angedeutet die kleinen Luftballons. Noch kann man schön ausstanzen. So, ich sage jetzt nicht, ich zeige euch das irgendwann mal, weil ich immer so viel sage und zu nichts komme. Und das wird mir manchmal etwas negativ ausgelegt. Und das möchte ich nicht, weil ich nicht vorhabe, euch hier irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt oder was ich nicht halte. Ich möchte ganz, ganz viel filmen, aber
Es ist manchmal zeitlich einfach nicht möglich. Und guckt euch die Aufkleber an. Mega. Der Luftballonhorn. Das fehlt. Das ist, ich glaube, den brauche ich auch noch ein drittes Mal. Toll. Richtig schön. Und wenn ich endlich mal ein bisschen Luft habe, möchte ich auch anfangen, meinen Planer für nächstes Jahr vorzubereiten. Ich möchte mir ja, punktkarierte Seiten fertig machen für mein Filofax. Und zwar mein Bullet Journal zieht in mein Filofax. Und ich kann dann Seiten vormachen, wie ich das möchte und wo ich gerade Lust zu habe. Und kann dann immer, ja, bin flexibler. Ne? Bin einfach flexibler, weil ich merke doch, es ist jetzt gerade, wo ich so viel zu tun hatte, Mai, Juni und dann noch die ganzen Komplikationen. Es ist toll, es ist toll. Lieblingsset, absolut mega. Ich finde es toll. Karussell, toll. Mega, 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 mega. Brauche ich auf jeden Fall auch nochmal. Ja, also ne, der ganz normale Wahnsinn war ja da. Dann meine ganz, ganz, ganz vielen Termine. Dann kam noch Emmas Krankheit dazu. Und ich wusste echt nicht, wo mir der Kopf steht. Also ich komme zu echt gar nichts. Und deswegen wäre ich froh, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, um ein bisschen mehr kreativ zu sein, mehr Anleitungen zu machen. Aber ich bin da guter Hoffnung, dass das irgendwann auch mal wieder klappt. Hm? Aber ich habe ja auch schon viele Anleitungen gemacht. Die könnt ihr alle gucken. Guckt mal in den Playlists. Und es kommen auch noch welche. Aber ich weiß nicht wann. Aber wie gesagt, da kommen dann auch schon mal etwas bösere Nachrichten. Das tut mir leid. Ich will hier keinen enttäuschen. Aber ich kann mich nicht... Also ich muss auch mal schlafen, ne? Und mich auch mal waschen. Und ihr wisst, auch mal was essen. Obwohl Essen, naja, wird überbewertet. Ich muss euch das sagen, wo ich am Wochenende war, in dem Hotel. Oh, wir hatten dreimal am Tag Buffet. Oh. Ende der Geschichte. Ja, es war sehr lecker. Toll, oder? Auch total niedlich, auch für ein Babyalbum. Oder. Ich nutze es natürlich auch so, weil ich mache kein Babyalbum. Erst wenn ich Oma werde, aber danach sieht es im Moment nicht aus. Schauen wir mal, ne? Meine Tochter sagt immer, sie will keine Kinder. Ich hoffe natürlich, sie ist 20. Sie wird jetzt 20 in 4 Wochen. Dass sich das noch ändert. Bitte gebt mir Hoffnung, dass sich das noch ändert. So, dann haben wir das hier, ne, mit Memo-Board und Stiften. Richtig cool. Kann ich richtig gut gebrauchen für meinen Planer. Und das habe ich auch zweimal mitgenommen, schon auf den ersten Blick, weil ich wusste, toll, muss ich auf jeden Fall zweimal haben, weil ich es im Planer verwerten möchte. Ja, also eins möchte ich noch sagen, diese hier, ich verwahre nicht immer alle, also immer so ab und an, wenn ich so, ach ja, jetzt sind die wieder alle. Ich nutze die gern auch für Hintergründe oder mal als Unterlage, wenn irgendwie mit Kleber. Und dann kann ich die entsorgen, wenn die dann dreckig sind. Ne? Das ist wirklich, schmeiß das nicht immer direkt weg, nutzt es weiter. So von wegen Nachhaltigkeit. Ne? Nein, jeder immer so ein bisschen, wie er kann. Und ne? So, toll, oder? Hier mit den Crocs. Und ich finde es total klasse. Hier mit dem Reagenzglas und der Planer. Toll, richtig cool. Und hier haben wir die andere Seite. Ach, es ist so, 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 so schön. Ne, das Mäppchen, ne, das Mädel mit den Büchern und toll. Ja, ihr Lieben, das war mein Haul. Reicht ja auch schon wieder. Ne, ich bin richtig froh, das alles gefunden zu haben. Eben habe ich euch gezeigt, die Acryl-Spray-Paints. Davon habe ich auch noch welche. Die stehen sogar hier. Moment. Kann ich euch gerade auch mal zeigen. Weil ich habe nämlich ein bisschen damit gearbeitet. Ups. Deswegen habe ich die gerade griffbereit. Zufällig. Nein, wirklich zufällig. Das war hier Acrylic Spray Paint. Die gibt es wieder neu in anderen Farben teilweise. Ihr seht, ich habe hier einige. Hier sind auch welche. Das sind so Textilsprüher von QVC oder Ideen mit Herz. Aber der Rest hier, das meiste ist wirklich alles Action.
Und ich glaube, das fotografiere ich mir gleich, obwohl das ist schon fast leer. Also ein paar Farben brauche ich auf jeden Fall nach. Hier ist auch nicht mehr so viel drin. Weil ich arbeite damit gern auch im Journal. Einfach sprühen oder sonst irgendwie diese Farben sauen. Das ist nicht negativ gemeint, bitte. Ne? Und ja, das macht richtig Spaß. Aber die hatten nicht alle Farben heute. Und ich wollte auf jeden Fall, wo dieses Gold oder Bronze mit bei ist, das hatten sie nicht. Ich denke, ich warte jetzt erstmal. Ich gucke mal, Mittwoch bin ich ja wieder im Action für die Wochenangebote. Und vielleicht haben sie das dann da. Also ihr seht, ich habe keine Not. Mir ist es auch egal, wenn ich es erst in ein paar Wochen kriege. Ne? Von daher, das Gelb ist noch ziemlich voll. Wie gesagt, ich muss mir mal Fotos machen, was ich so habe und gucke. Aber meistens sind die natürlich so gepackt, dass man wieder alle mitnehmen muss. Ne? Aber probiert es mal aus, ist richtig cool. Denkt dran, die Düse immer sauber zu machen und auf über Kopf lagern. Damit bin ich bis jetzt gut gefahren. Ich glaube, ein, zwei Mal verstopft, aber ansonsten ist das alles wirklich tutti. Ne? Schön über Kopf lagern, fertig. Ja, das war noch mein Quick-Tipp dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da. Abo habe ich ja eben schon gesagt. Würde ich mich richtig drüber freuen, dass wir gemeinsam auf die 10.000 zusteuern. Wäre ich richtig, richtig stolz drauf. Ja, wer bringt mich dahin? Ihr bringt mich dahin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, Kommentar geht natürlich auch immer. Freut sich der Algorithmus. Und ich und die Emmy und alle, alle Gedönsrats freuen sich. Und wir sehen uns spätestens Mittwoch wieder. Ich habe auch noch einen Temu-Haul für euch mit einem 100-Euro-Gutschein. Der muss aber, das muss erst noch genehmigt werden. Das Video ist gerade bei Temu. Die prüfen das und ja, da bin ich gespannt. Ich habe das noch nicht ganz kapiert mit den 100 Euro, aber wenn die sagen, also alles ohne Gewähr, aber bleibt neugierig, bleibt gespannt und schaltet wieder ein und vor allem bleibt gesund. Tschö!